Afrika ist der Kontinent mit der geringsten Dichte an Festnetzanschlüssen weltweit. Im Umkehrschluss bedeutet dies eine große Chance für das mobile Telefonieren. In vielen großen Städten, wie hier in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, sieht man mittlerweile fast jeden zweiten Bewohner mit einem Handy in der Hand bzw. am Ohr. Der Mobilfunk erlebt in den Subsahara-Ländern und Zentralafrika einen Aufschwung, den es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Hier ist mobiles Telefonieren kostengünstiger, schneller eingerichtet und großräumiger einsetzbar als das Telefonieren über Festnetz. Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG hat dies früh erkannt und finanziert bereits seit 1999 verschiedene Projekte mit insgesamt rund 80 Millionen Euro. 2001 startet die Zusammenarbeit mit dem damaligen Mobilfunkunternehmen Celtel, das nun Airtel heißt. Die in Afrika erste überregionale Versorgung mit Mobilfunknetzen entsteht. Aus einem anfänglichen Risikogeschäft hat sich ein mehr als lukrativer Wirtschaftszweig entwickelt. Und nicht nur, dass Airtel seit Jahren erfolgreich wirtschaftet und eine Menge Arbeitsplätze garantiert, die Bevölkerung profitiert vor allem auf sozialer und struktureller Ebene von der Expansion des Mobilfunks. In einigen Regionen können Handybesitzer zum Beispiel mit Hilfe des Mobile Money oder Mobile Banking rund um die Uhr per SMS Überweisungen tätigen. Das spart Zeit und ist bequem. Die DEG behandelt das Engagement auf dem Mobilfunksektor mit großer Priorität. Aktuell ist sie an 10 Mobilfunkprojekten in verschiedenen afrikanischen Ländern finanziell und mit Know-how beteiligt. Davon profitieren auch die Taxifahrer. Ein Beruf, der permanente Erreichbarkeit voraussetzt. I'm a driver. My mobile phone is very important to me. I know my clients use mobile to reach on me, to pick them and drop them off. Die Mobilfunkverbreitung lag auf Gesamtafrika berechnet im Jahr 2001 noch bei weniger als 5% der Bevölkerung. Heute liegt sie bei rund 35%. Neben Airtel wittern weitere Betreiber das große Geschäft. Das bedeutet Wettbewerb und eine höhere Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen. Positive Effekte entstehen. So fördert der Mobilfunk unter anderem die Gründung und den laufenden Betrieb von Kleingewerben. Mit dem Handy können Preise auf den umliegenden Märkten erfragt und Termine vereinbart werden. Außerdem erleichtert es Warenlieferungen und Ersatzteilbestellungen. Christine betreibt ein Geschäft für Solaranlagen. Für sie hat die Einführung des Mobilfunks unter anderem geschäftliche Vorteile. All the time I have information about my clients. If somebody wants to contact me, he can get me all the time using a mobile phone. Because calling you takes a few seconds, you get the information and you know whatever he wants, whether he wants a solar system for business or for home or for school, then that one is done just in a few minutes. Telekommunikationsprojekte leisten neben bedeutenden Transfers an den Staat einen großen Beitrag zur Versorgung dünn besiedelter Regionen. Dies bringt Vorteile in der Gesundheitsversorgung. Krankenhäuser wie hier außerhalb von Kampala können einen besseren Service anbieten und ihre Patienten schneller behandeln. Die Patienten ihrerseits fühlen sich dadurch sicherer und haben mehr Vertrauen in die medizinischen Leistungen. Before the presence of the mobile phones, communication was very difficult. But now with the coming of these mobile phones, communication is very easy. Mothers can call a nurse on duty. So when they come to deliver, if they find when we are not around or when you have gone to sleep, they can call you. Die DEG ist überzeugt. Es hat entwicklungspolitischen Nutzen, die Menschen in Afrika in die Lage zu versetzen, mobil kommunizieren zu können. Die Folgen sind soziale und strukturelle Effekte, wie die Verbesserung persönlicher Lebensbedingungen, aber auch positive Auswirkungen für die Wirtschaft. Das ist ein Anliegen, für das sich die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft zusammen mit ihren Partnern seit Jahren einsetzt.